Damit herzlich willkommen zurück. Wieder bei der 100 Classic. Classic! Classic? Hab ich schon gesagt? Classic! Classic. Aber. Mit hier Pickup Bean Bay und Randy. Ja, hast mir noch ganz von einer neuen Bekannten erzählt. Wer ist denn diese Picker? Ja. Soll ich sagen? Ja, verwandt mit Pikachu. Genau. Und Picker. Pikachu! Nee. Aber so gesehen kennst du nicht. Ist nicht gelb. Kein Japaner. Nee, nee. Überhaupt eine Erde hier. Oh, und da grunzt wieder was. Der Spur. Dicht bewaldet, mir bleibt gar nichts anderes übrig, außer da direkt drauf zu laufen. Bleib ich drauf zu oder lass es bleiben? Das ist die Frage aller Fragen. Nochmal übers Wasser und das sieht mir ein bisschen aus. Der hat Instagram? Okay. Was? Da kannst du eine Meldung hier, Handy kurz hier, als wir gerade Akku kurz schwach, weißt du, kurz angesteckt. Sehe sie bei Instagram, könnte dich interessieren. John Pierre Krämer. Ich denke mir so, ach, der hat Instagram. Oh. Er hat auch Twitter. Twitter. Da wisst ihr aber nicht, wie er dafür Werbung machen soll. Oder macht er jetzt so gerne Werbung dafür? Hm. Er sagt da immer, ja, folgt mir auf Instagram. Snapchat. Und Twitter. Ey, du siehst hier 2 Meter vor der Füße, das war's. Ey. Ich das glaube da, ja. Eine neue Spur. Ach mal. Also keine Spuren mehr oder was? Ja, das hat er hier schon einen. Hat der nächste geblägt. Jetzt habe ich schon wieder eine neue Spur.
Ach, da unten sehe ich auch schon mal einen. Der scheint wirklich das Wasserbüffelparadies zu sein. Jeder. Okay, hat mich gesehen und ist abgehauen. War ich noch Ich nicht habe nah jetzt dran. auch schon 4 Sauen hier, die sind alle abgehauen. Das Problem ist, die Sauen siehst du halt auch nicht. Die sind ja gerade mal so groß wie keine Ahnung, wie manche Blätter hier. Ja. Oder Büsche, da verstecken die sich da 1A da drinnen, das ist Wahnsinn. Aber auch diese Rehe, gerade die weiblichen, die Hirsche, die sind ja auch putzig. Die nicht hörst, sehen du sie nicht. Das sind gleich noch zwei hier. Das sind drei. Okay. Weiblich. Richtig. Nochmal weiblich. Sag mal. Weiber sind, muss ja auch ein Kerl sein. Ja, zwangsläufig. Die Müssen wir. eine der anderen hinterher. Willst du mal sagen, dass es Lesben sind? Ja. Jetzt drei Stück hier. Die haben alle Euter. Die haben ihren Spaß. Oh, alles Weiber. Das sind vier. Ja, Wahnsinn. Wann reicht mir das MG? Das. Und da kommt noch einer. Fünf. Ja, so eine ganze Das sieht Horde aus wie ein halt. Kerl, der hat mich gesehen. Ich habe genau in die Rübe geschossen, aber irgendwie rennt der weiter. Ja, was hier los ist? Guck den Vieren zu hinterher, ne? Wie man das so macht, ne? Frauen hinterher klotzen. Und. Was lachen Sie da? Und was, der rennt immer noch. Arschen. Er hat den Kopf geschossen. Da Vogelbild sein. Und du hast es von links noch im Wasser, hast es noch patschen. Jetzt ist das natürlich richtig blöd hier. Weil das ist überall Wasser. Du hast jetzt hier keinerlei Blutspuren, gar nicht. Immer so überrascht wird, das gefällt mir auch nicht, aber er hat mich nämlich schon wieder grimmig angeguckt. Ja, aber solange er nicht reagiert. Ja, doch, hat er ja.
Ja, grimmig angehört, aber ich meine jetzt nicht im Sinne von Schnaufen und dann halt auf dich Kopf War ja runter. schon kurz davor. Ich habe ja gehört, wie es im Wasser ging. So, also, ne? Dann habe ich mich ja erst rumgedreht. Ich bin ja nicht weit vom Wasser entfernt. Und dann gucke ich so hin und dann siehst du ja schon, wie er den Kopf direkt auf dich dreht und den Kopf so runter nimmt. Da weißt du schon Bescheid, alles klar, es geht gleich los. Da macht sich schon mal zum Abschluss bereit. Da hatte ich nicht mehr viel Zeit, irgendwas noch zu machen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich genau getroffen habe im Kopf, aber scheint ja nun nicht. Wo ist da jetzt hier lang? So ein Zickzack gerannt. Uns natürlich alle fort. Schon habe ich Wasserbüffel-Tracking Level 3 erreicht. Das ging schnell. Aber nützt ja natürlich nur was, das Spiel jetzt neu startest. Weil ab Level 3 siehst du, glaube ich, auch dann. Aber wir warten, das ist schlecht. Ich War auf jeden glaube, Fall ja. einiges genauer. Einfach siehst du ja gar nichts. Nö. Also höher, irgendwann kriegst du dann ja auch die Entfernung, schätzt er dann ja besser ein. Also Entfernung nicht. vom Tracker. Siehst dann erstmal männlich oder weiblich. Dann siehst du, was war es dann noch? Ja, nee, dass du auf deinem Das Gewicht. PDA, dass das halt nicht mehr so komplett random ist. Das meine ich. Ja, das Gewicht kannst du später dann irgendwann, also ein Score und sowas. Und du siehst, wenn ein Kackhaufen da liegt. Wie alt er ist, ne? Richtig. Habe ich falsch eingeklickt? Wasserbüffel ziehen, das war die falsche Spur. War jetzt bestimmt. Da hat mich gehört. Oh, da drüben. Habe ich aber. Ach, Mann. So viele Büffelsporen. Ist gar mal was meines. Vorherige Spur. Guck mal, dass das ist. Ich habe bis jetzt noch nicht eine Blutspur entdeckt. Feels bad, man. Ja, aber auch nur, weil es fast komplett jetzt alles durch Wasser ging. Da ist ja kein Blut. Ja, doch, da müsst ihr halt ein bisschen eine Probe nehmen und dann analysieren, ob da mal Blut noch drin ist. Die Wasser hat aber Strömung, mein Bruder. Ja, immer diese Physik. Oh. Setze dann weiter flussabwärts. Baut schnell einen Staudamm. Bringt auch nichts. Ja, doch. Dann sammelt sich's erstmal. Ah. Bisschen. Kind. Die Wasser. Wirst du dann schon merken, wenn die Wasserbüffel alle auf einmal nur noch schwimmen. Das können sie ja. Das ist richtig. Das hier ist ein ganz, ganz komisches Lied.
Aber geschossen. Hab ich geschossen. Da liegt er, ich wollte schon sagen. Also mit der Waffe eigentlich so. Ich habe vielleicht nur das Horn gestriffen, weil groß ist ja das Horn nicht bei denen. Ach, und da kommt der nächste schon. Da klopft mich jetzt schon wieder blöde an. Das ist bestimmt noch 100 Meter entfernt. Da hat er keinen Bock auf dir. Also du darfst jetzt erstmal nochmal abmoderieren. Zack, Headshot. Ja, das Däumchen nicht vergessen. Ich bin hier auf Büffeljagd. Ich habe keine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.